Let's go race, the channel for virtual motorsport. Servus zusammen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es, wie man auf dem Titelbild schon erkennen konnte, um den Heusingwelt SimShifter Sequential. Diesen habe ich mir neu zugelegt. Vorher hatte ich schon den Trustmaster TH8A und den FrexShift Plus Shifter, habe also schon etwas Erfahrung, was sequentielle Shifter angeht. Den Heusingwelt Shifter konnte ich auf der SimRacing Expo testen und habe mich danach dazu entschieden, ihn mir zu kaufen. Was werden wir in diesem Video alles besprechen? In diesem Video stelle ich euch den Heusingwelt Shifter vor, also Lieferumfang, Größe, Preis, wie man ihn montieren kann, wie fühlt sich der Shifter an und machen am Ende eine kleine Probefahrt. Dann beginnen wir auch direkt mit dem Lieferumfang des Heusingwelt Shifters. Ich habe ihn direkt bei Heusingwelt bestellt und dann bekommt ihr folgendes Paket geliefert. Wir haben hier hinten zwei Aufkleber, einmal in roten, einmal in blau. Dann noch eine kleine Nachricht von Heusingwelt mit einem Dankschreiben, dass man sich für ihre Produkte entschieden hat. Und noch eine kleine Beschreibung, was alles in dem Paket enthalten ist. Hier haben wir ein 1,8 Meter langes USB-Kabel mit einem normalen USB. Auf der anderen Seite haben wir ein Micro-USB-Kabel, wie es auch die meisten Handys haben. Die Micro-USB-Seite ist für den Shifter und der normale USB für den PC. Wir haben auch drei verschiedene Varianten an Schaltknöpfen, die wir montieren können. Einen runden, einen ovallänglichen und eine lange Version. Dann haben wir hier eine Montageplatte. Diese wird hier außen an der Hauptbox befestigt, um den Shifter an ein Aluprofil oder an eine Halteplatte zu befestigen. Dann haben wir drei verschiedene Gewindestangen, um den Schaltknauf auf den Shifter zu montieren. Hier haben wir eine kurze, eine lange und eine gebogene Variante. Darauf werde ich aber später noch genauer drauf eingehen und alles zeigen. Diese Mutter hier ist, um die Gewindestangen auf dem Shifter zu kontern bzw. zu befestigen. Der Mautschlüssel hier ist für die Mutter und hier haben wir noch eine Tischklemme mit Zubehör. Das hier ist die Hauptbox, also der eigentliche Shifter mit der ganzen Schalteinheit und der Elektronik. Also das Hauptteil, um welches es in diesem Video geht. Hier haben wir auch die diversen Befestigungsmöglichkeiten, da gehen wir aber später noch genauer drauf ein. Befassen wir uns zuerst mit den Schaltknöpfen und den Gewindestangen. Es gibt ja, wie schon erwähnt, drei verschiedene Varianten an Gewindestangen. Die kurze Variante mit 30 mm. Da ist dieser Bereich hier gemeint. Komplett ist die Gewindestange ca. 74 mm lang. Dann haben wir hier die 50 mm Variante. Da ist auch wieder dieser Bereich ohne Gewinde gemeint. Komplett ist die Gewindestange ca. 94 mm lang und hier haben wir noch eine gebogene Variante. Diese hat eine Länge von ca. 54 mm, ist also auch die längste Variante. Hier haben wir eine Gesamtlänge inklusive Gewinde von 92 mm. Wenn man die große und die gebogene Variante nebeneinander hält, sieht man, dass die gerade Variante sogar etwas kleiner ist als die gebogene. Dann zu den Schaltknäufen. Der kleine runde ist 36 mm hoch, der mittlere ist 51 mm hoch und der große lange ist 90 mm hoch. Noch etwas zu Material. Die Gewindestangen sind aus Stahl und die Schaltknäufe sind aus Kunststoff. Die Mutter, die dabei ist,
hat wie auch die Gewindestangen ein M10-Gewinde. Hier kann man natürlich auch Schaltknöpfe von anderen Anbietern montieren. Ich habe zum Beispiel noch einen Sparco-Schaltknopf, den ich auch schon auf einem anderen Shifter montiert hatte. Dann gehen wir jetzt etwas näher auf den eigentlichen Shifter ein. Hier seitlich haben wir diese zwei Schrauben, welche wir auch auf beiden Seiten haben. Diese haben zwei Funktionen. Sie halten zum ersten den Shifter zusammen, inklusive der Schalteinheit, die im Inneren ist. Und zum zweiten benötigt man sie, um die Halteplatte zu befestigen. Das Schwarze hier ist auch für die Halteplatte. Haben wir natürlich auch, wie man sehen kann, auf beiden Seiten. Somit kann die Halteplatte auf beiden Seiten montiert werden. Auf der Rückseite haben wir die Platine. Diese ist durch eine durchsichtige Kunststoffplatte geschützt. Links haben wir den Micro-USB-Anschluss für das USB-Kabel, um den Shifter direkt mit dem PC zu verbinden. Und auf der rechten Seite haben wir eine Molex-Buchse, um den Shifter beispielsweise mit den Heusingwelt-Pedalen zu verbinden. Hier ist aber kein Kabel dabei. Auf der Unterseite haben wir noch zwei M4-Gewinde. Diese sind für die Tischklemme, können aber natürlich auch für eine Adapterplatte genutzt werden, die man sich angefertigt hat, indem man den Shifter direkt auf eine Platte montiert. Zum Material. Der Shifter ist aus VA. Das ist ein rostfreier Stahl, auch ein recht schwerer Stahl, doch wegen dem kompakten Design bleibt der Shifter trotzdem sehr leicht. Zum Gewicht kommen wir auch später noch. Dann bauen wir jetzt den Shifter zusammen. Ich zeige euch die verschiedenen Varianten, die man machen kann und wie man es zusammenbaut. Beginnen wir mit der kleinsten Variante. Hier nehmen wir uns dann die kurze Gewindestange und den runden Schaltknauf. Dazu holen wir zuerst die Gewindestange und die Mutter und drehen die Mutter auf die Seite mit dem längeren Gewinde. Dann drehen wir die Gewindestange in den Shifter rein und kontern bzw. befestigen die Stange mit der Mutter. Und somit ist die Gewindestange schon befestigt. Hier können wir dann auch schon den Schaltknauf befestigen. Das ist also jetzt die niedrigste Variante, die wir erzielen können. Hier sind wir jetzt etwa bei einer Höhe von 120 mm. Machen wir die jetzt noch mit dem großen Schaltknopf einmal. Die ganzen Größen und Längenmaße könnt ihr euch auch auf der Heusingwelt-Website anschauen und euch somit auch die einzelnen Größen ausrechnen. Hier sind wir jetzt zum Beispiel bei 170 mm mit der kurzen Gewindestange und dem großen Schaltknauf.
montieren wir jetzt die gebogene Gewindestange. Jetzt kann man mit Hilfe der Mutter auch die Richtung der Gewindestange bestimmen, indem man die Gewindestange einfach in der Position kontert, in der man die Gewindestange haben möchte. Wenn ich die Stange nach links geneigt montieren möchte, kontere ich in dieser Position. Und wenn ich die Stange nach vorne geneigt montieren möchte, kontere ich in dieser Position. Wir montieren die Gewindestange jetzt mal nach links geneigt, also einfach die Gewindestange nach links drehen und dann die Mutter festdrehen. Somit haben wir hier unbegrenzte Möglichkeiten mit der gebogenen Variante. Machen wir jetzt noch den ovalen Schaltknopf drauf und alles ist montiert. Jetzt neige ich den Shifter noch einmal nach vorne in Kombination mit dem großen Schaltknauf. Somit ist der Shifter dann schon etwas schräg, wenn man ihn greift. Je nach Sitzposition ist die Verwendung der gebogenen Gewindestange bestimmt sehr angenehm, da man genau in dem Winkel in den Shifter greift, in dem er durch die Gewindestange schon vorgeneigt ist. Dann montieren wir jetzt noch die lange gerade Gewindestange. Das Wechseln geht, wie man sieht, auch sehr schnell. Wenn man also während einem Stint einfach mal eine andere Variante nutzen möchte, kann man die super einfach in einer kleinen Pause machen. Die Maße für die verschiedenen Varianten blende ich jetzt mal kurz ein, können aber wie gesagt auf der Häuschenwelt-Website angeschaut werden.
Das ist jetzt also die höchste Variante, die man mit den geraden Stangen erzielen kann. Hier haben wir eine Gesamthöhe von 188 mm. Das ist dann schon sehr hoch. Das macht sich natürlich auch im Handling bemerkbar. Durch den viel höheren Hebel lässt es sich auch viel leichter schalten. Mit dieser Variante muss man also auch viel weniger Kraft aufwenden, um zu schalten. Kann ich ja mal gerade zeigen. Das Schalten, ohne dass der Shifter montiert ist, ist mit der kleinsten Variante fast nicht möglich. Mit der größten Variante, die wir hier haben, kann ich sogar ohne Montage den Shifter bedienen. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Befestigungsmöglichkeiten und wie man sie befestigt. Beginnen wir zuerst mit der Montageplatte. Wie ich schon gesagt habe, die Montageplatte ist eben dafür da, um den Shifter an Aluprofile oder einer anderen Platte anzuschrauben. Da haben wir in der Montageplatte diese beiden Löcher. Das sind zwei Löcher mit dem Durchmesser 6,5 mm, perfekt für die M6er Schrauben. Diese haben einen Lochabstand von 40 mm, passen also auch perfekt auf ein 80er Profil. Die Platte kann außerdem in zwei verschiedenen Positionen und natürlich auch auf beiden Seiten montiert werden. Einmal nach unten und einmal nach hinten. Das gleiche dann noch auf der anderen Seite. Um es zu montieren, lösen wir jetzt diese beiden M6er Schrauben. Wichtig, die Schrauben nur auf einer Seite lösen, also nur auf der Seite, auf der ihr die Montageplatte montieren wollt. Denn diese zwei Schrauben und diese zwei Schrauben halten die Schalteinheit im Inneren. Wenn ihr alle Schrauben lösen würdet, würde die Schalteinheit verrutschen, da sie nicht mehr von den Schrauben gehalten wird. Außerdem empfehle ich euch, dass ihr die Platten hier außen, also diese hier, beim Auseinanderschrauben festhaltet. Denn es kann passieren, wenn ihr die Schrauben hier löst, dass sich die Platte hier etwas löst und es ist eine fummelige Arbeit, das Ganze wieder richtig zu bekommen. Es funktioniert, aber es dauert etwas. Ist mir beim ersten Mal auch passiert. Also drücken wir das Gehäuse zusammen und lösen die Schrauben. Dann können wir auch schon die Montageplatte drauf machen. Diese können wir, wie schon erwähnt, in zwei verschiedene Positionen drauflegen. Einmal nach unten und einmal nach hinten. Wir montieren es jetzt nach unten, da wir es auch für das Aluprofil zu benötigen. Also Montageplatte drauf und Schrauben wieder rein. Die Schrauben allerdings jetzt noch nicht komplett beiziehen, denn wir haben durch diese langen Löcher in der Montageplatte die Möglichkeit, den Shifter zu neigen. Wenn wir es also später durch diese beiden Schrauben festgeschraubt haben, können wir ihn noch so neigen. Entweder nach hinten oder weiter nach vorne. Wir montieren ihn jetzt gerade, also richten ihn jetzt aus und drehen die Schrauben fest. Wenn alles wieder fest ist, kontrolliert auch noch einmal die Schrauben auf der anderen Seite, dass die sich nicht gelöst haben.
Auch die Maße für die Montageplatte könnt ihr auf der Heusingwelt-Website nachlesen. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Die Montageplatte ist montiert und jetzt können wir den Shifter an ein Aluprofil befestigen. Das Aluprofil, zwei Nudensteine und diese zwei M6er Schrauben habe ich schon hergelegt. So sieht es aus, wenn es befestigt ist. Das wird jetzt so direkt am Simulator verbaut und kann genutzt werden. Zwischen Aluprofil und Shifter haben wir jetzt noch einen kleinen Abstand von ca. 5 mm. Jetzt haben wir die Tischklemme und ich zeige euch, wie ihr diese montieren und nutzen könnt. Zuerst nehmen wir uns den Chromkörper und die Gewindestange. Diese habe ich schon zusammen gemacht. Die kommen auseinander, müsst ihr einfach nur durch dieses Gewinde durchdrehen. An dem Chromkörper haben wir diese 4 Löcher. Diese sind, um den Shifter direkt an diesen Chromkörper dran zu schrauben. Dazu benutzt man einfach diese 2 Schrauben. Das sind M4er Schrauben. Die beiden Gewinde dazu haben wir hier an der Unterseite. Da können wir entweder so rum oder so rum montieren. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir montieren jetzt einfach mal in diese Richtung, also so rum. Den Shifter hier so hinstellen. Schrauben rein. Und mit dem Imbus verschrauben. So sieht das Ganze dann aus, wenn es zusammengeschraubt ist. Dann haben wir hier noch diese Gummiplatte hier. Diese ist einfach nur als Schutz vor den Schrauben und damit es nicht so leicht verrutscht. Die ist ebenfalls wie dieses Teil hier aus Gummi. Wenn ihr das dann an eine bestimmte Platte dran schraubt, verrutscht es nicht so leicht. Um es richtig festzuziehen, habe ich mir jetzt hier noch einen 13er Maulschlüssel geholt, denn hier könnt ihr noch mit einem 13er Maulschlüssel das Ganze etwas fester beiziehen. Einfach hier dran gehen und weiter reindrehen oder rausdrehen. So, das wäre dann soweit alles, was ich zur Tischklemme sagen kann. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den technischen Daten, den Kosten des Shifters und so weiter. Kommen wir jetzt noch zu einigen technischen Daten und zu den Kosten des Shifters, bevor wir ihn dann am Simulator testen werden. Beginnen wir mit den Kosten des Shifters. Ich konnte mit PayPal bezahlen. Der Grundpreis ohne Versand und ohne Mehrwertsteuer liegt bei 172,73 Euro. Der Versand nach Deutschland mit UPS hat 18,70 Euro gekostet und dann kommt noch eine Mehrwertsteuer von 40,20 Euro dazu. Somit sind wir beim Endpreis von 231,63 Euro. Kommen wir nun zum Gewicht. Der Heusingwelt-Shifter wiegt 568 Gramm mit der großen Gewindestange und dem großen Schaltknauf, aber ohne Montageplatte oder Tischklemme, also genau wie jetzt hier steht. Zu den Größen muss ich eigentlich nicht viel sagen. Diese kann man sich hier auf der Heusingwelt-Website anschauen. Ich blende sie aber trotzdem noch mal kurz ein. Wir sehen uns dann gleich am Simulator.
Jetzt sind wir hier noch kurz am Simulator. Zur Klemme kann man außerdem noch sagen, dass man eine Dicke zwischen 10 und 55 mm spannen kann. Hier will ich euch aber noch etwas ganz anderes zeigen, und zwar wie stabil die Klemme ist. Wenn man die Klemme von der Seite betrachtet, sieht man, dass die Oberkante und die Unterkante nicht parallel ist. Das führt dazu, dass sich die Klemme beim Spannen gerade zieht und somit der Shifter fester gespannt ist. Also er zieht sich ja unten etwas weiter in diese Richtung. Dann befestigen wir den Shifter mal an diesem 40 mm dicken Profil. Dann den 13er Maulschlüssel, um das Ganze etwas fester zu ziehen. Da bewegt sich jetzt wirklich überhaupt nichts mehr. Das hält jetzt bombenfest. Dann montieren wir jetzt noch einmal die kurze Gewindestange mit dem kleinen Schaltknauf, damit wir auch ein etwas größere Kraft mal verwenden können. Jetzt habe ich noch die kleine 30er Gewindestange mit dem kugelförmigen Schaltknauf montiert, denn bei dieser Kombination muss man wegen dem geringeren Hebel natürlich viel mehr Kraft aufwenden, um den Shifter zu betätigen. Und wie man sieht, verschiebt sich der Shifter auch bei dieser Kombination nicht und hält bombenfest. Selbst wenn ich versuche, den Shifter hier zu runterzudrücken mit voller Kraft, verschiebt sich überhaupt nichts. Bevor wir fahren, will ich euch noch einmal demonstrieren, wie viel Kraft ihr aufwenden müsst, um den Shifter zu betätigen. Dazu habe ich mir ein paar Gummis besorgt. Damit werde ich euch jetzt demonstrieren, wie viel Kraft die verschiedenen Varianten der Gewindestangen und Schaltknöpfe benötigen, damit der Shifter schaltet. Dazu werde ich jede Gewindestange einmal montieren und dazu bei jeder Gewindestange einmal den langen und einmal den ovalen Schaltknopf testen. Vorher testen wir allerdings, wie viele Gummis wie viel Kilogramm entsprechen. Dazu habe ich mir dieses Gerät besorgt, mit dem wir das messen können. Wir werden die Tests mit 15, 10 und 5 Gummis durchführen, um herauszufinden, wie viel Kilogramm wir zum Schalten aufwenden müssen. Messen wir jetzt zuallererst, wie eben schon erklärt, die Stärke der einzelnen Gummis. Beginnen wir mit 15 Gummis, nullen das Gerät, ziehen bis zu einer gewissen Position, die ich mir merke. Hier sind wir jetzt knapp unter 7 Kilo mit 15 Gummis. Machen jetzt 5 Gummis weg, dann hätten wir 10. Nullen das Gerät wieder und ziehen wieder bis zur gleichen Position. Hier sind wir jetzt etwa bei 5 Kilo mit 10 Gummis. Machen wir wieder 5 Gummis weg. Hier wären wir jetzt bei 5 Gummis. Nullen wieder das Gerät. Und ziehen wieder bis zur gleichen Position. Hier wären wir jetzt bei 2,15 Kilo mit 5 Gummis. Kommen wir zum ersten Test. Hier haben wir jetzt die große Gewindestange, also die 50 mm Variante mit dem großen Schaltknopf. Hier testen wir jetzt zuerst mit den 15 Gummis. Das waren eben die 7 Kilo. Das ist eben, wie man sieht, überhaupt gar kein Problem. Machen wir 10 Gummis mit 5 Kilo.
auch überhaupt kein Problem. Und jetzt mit 5 Gummis, das wären dann knapp über 2 Kilo. Hier müssen wir dann schon an den maximalen Punkt gehen, also etwa 2 Kilo müssen wir aufwenden, um den großen Schaltknauf mit der großen Gewindestange zu ziehen. Kommen wir zum zweiten Test. Das ist auch wieder die große Gewindestange von 50 mm, allerdings mit dem ovalen Schaltknauf. Testen wir auch zuerst mit den 15 Gummis. Auch noch relativ früh, also mit 7 Kilo hier auch überhaupt kein Problem. Man merkt aber jetzt schon, es geht etwas schwerer als mit dem großen Schaltknauf. Machen wir jetzt mit 10 Gummis. Hier muss ich jetzt wirklich schon so weit ziehen, bis zum Punkt, den ich mir eben gemerkt habe. Also können wir festhalten, große Gewindestange und ovaler Schaltknauf etwa 5 Kilo. Kann ich ja noch einmal mit den 5 Gummis probieren. Aber da tut sich wirklich überhaupt nichts. Kommen wir jetzt zum dritten Test. Das ist jetzt die kleine Gewindestange von 30 mm mit dem großen Schaltknauf. Testen wir auch wieder zuerst mit 15 Gummis. Auch relativ früh. Jetzt mit 10 Gummis. Auch noch relativ früh, ungefähr bei der halben Distanz. Und jetzt noch einmal mit 5 Gummis. Hier passiert dann aber auch schon gar nichts mehr. Also jetzt bin ich schon am maximalen Punkt, an dem ich eben auch die Kilowerte gemessen habe und es passiert wirklich überhaupt nichts. Ich muss schon wirklich ein gutes Stück weiterziehen, damit sich der Shifter überhaupt bewegt. Also bin ich irgendwo zwischen 2,15 und 5 Kilo, eventuell so um die 3,5 Kilo, den ich für diese Kombination aufwenden muss. Kommen wir zum vierten und auch letzten Test. Das ist die kleinste Variante, die wir jetzt hier testen. Das ist die kleine Gewindestange von 30 mm mit dem kleinen ovalen Schaltknauf. Auch wieder hier zuerst die 15 Gummis. Hier muss ich jetzt schon direkt am Anfang bis zum maximalen Punkt ziehen. Also haben wir jetzt hier direkt schon die 7 Kilo erreicht. Können wir jetzt noch einmal mit 10 Gummis probieren, aber das wird man wahrscheinlich nicht schaffen. So. Jetzt die 10 Gummis, also 5 Kilo. Da passiert wirklich überhaupt nichts. Da muss man dann auch wirklich schon ungefähr so weit ziehen, wie bei dem letzten Test mit dem großen Schaltknauf. Muss ich ungefähr die gleiche Distanz ziehen. Also ist man hier bei dieser Kombination schon etwa bei 7 Kilo, die man aufwenden muss. Und somit auch die schwerste Variante. Ich hoffe, der Test konnte euch etwas zeigen, wie viel Kraft man für die verschiedenen Varianten aufwenden muss. Die gebogene Gewindestange muss man nicht testen, da sie in etwa die gleiche Größe und somit auch den gleichen Kraftaufwand wie die große gerade Gewindestange hat. Das gleiche gilt für den runden Schaltknauf, bei ihm hat man den gleichen Kraftaufwand wie bei dem ovalen Schaltknauf.
Kommen wir jetzt noch einmal zur kleinsten Variante. Da hatten wir ja gesagt, da müssen wir etwa 7 Kilogramm aufwenden. Das hört sich im ersten Moment ja doch relativ viel an. Wenn man jedoch sieht, dass ich das Ganze mit dem Finger halten kann, während ich mit dem Arm zurückziehe, sieht man, dass sich das Ganze doch in Grenzen hält. Man muss schon etwas mehr Kraft aufwenden, jedoch nicht so viel, wie es den Anschein hat, wenn man von 7 Kilogramm spricht. Beim Heusingbelt haben wir eine Kugelfeder verbaut. Das bedeutet, der größte Kraftaufwand bzw. die Spitzenkraft ist direkt am Anfang. Wenn ich also hier ziehe, muss ich zuerst viel Kraft aufwenden, um den Shifter überhaupt in Bewegung zu setzen. Das ist für mich so das beste System, was ich bisher testen konnte und fahren konnte. Es ist ähnlich wie mit magnetischen Paddle-Shiftern. Am Anfang muss man zuerst sehr viel Kraft aufwenden und der restliche Weg geht fast automatisch. Die folgende Grafik von der Heusingbelt-Website verdeutlicht das etwas, wie ich es meine. Das Schaltgefühl kommt dann wirklich so rüber, wie man es aus echten Autos kennt. Am Anfang des Videos hatte ich ja schon erwähnt, dass man auch andere Schaltknöpfe montieren kann. Da habe ich hier mal einen Sparko-Schaltknopf zur Demonstration gemacht. Diesen hatte ich, wie schon erwähnt, auch schon auf einem anderen Shifter. Da ist ein ganz normaler Schaltknopf für Straßenautos oder auch Rennwagen. Um ihn zu montieren, musste ich noch eine Buchse anfertigen. Die Buchse seht ihr innen drin. Einfach noch ein M10-Gewinde reingeschnitten. Und somit kann ich den Schaltknopf jetzt auf dem Heusingbelt-Shifter verwenden. Jetzt gehen wir noch etwas auf die Lautstärke ein. Hier im Raum haben wir etwa eine Lautstärke von 40 Dezibel. Und jetzt testen wir mit diesem Messgerät hier, wie laut der Shifter wirklich selbst ist. Ich würde sagen, wir sind ungefähr beim Schalten zwischen 52 und 55 Dezibel für den Shifter, direkt am Shifter dran eben. Ja, das war dann soweit alles, was wir zum Shifter so zu sagen haben. Und dann gehen wir jetzt in den Simulator rein und fahren eine Runde.